So, willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Jingle Bells Bearbeitung für zwei Gitarren. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Melodie. Es gibt ein kleines Vorspiel. Für dieses Vorspiel brauchen wir den fünften Bund der fünften Saite und den fünften Bund der sechsten Saite sowie den sechsten Bund der vierten Saite. Und zwar fangen wir an, es ist ein zweistimmiges Vorspiel. Das heißt, am besten legen wir den Zeigefinger als kleinen Barré flach über die untersten zwei Saiten auf dem fünften Bund und zupfen die gemeinsam mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger an. Der Zeigefinger kann liegen bleiben und der Mittelfinger greift den sechsten Bund der vierten Saite. Dann müssen diese zwei Finger der rechten Hand eine Saite runterwechseln und zupfen somit die fünfte und die vierte Saite an. Beides sind halbe Noten, also habe ich die 5 und die 5 und die 6. Das wiederholt sich. Dann rutscht der Zeigefinger auf die 9, auf den 9. Bund der letzten Saite und der Mittelfinger geht mit und greift den 10. Bund der 5. Saite. Zweimal zupfen wir diese beiden Saiten, 5 und 6. Der Mittelfinger rutscht auf die 7 und der Ringfinger kommt dazu auf der letzten Saite im 7. Bund. Und das Ganze rutscht auf die 5. Das letzte Stück ab der 9 klingt dann so. 9 und 10 waren das. Zweimal zupfen. Dann geht es auf die 9, auf die 7, Entschuldigung. Und der letzte ist auf der 5. Also insgesamt. Zu 9 und 10. Und dann geht es in die Melodie rein. Die Melodie findet dann hier vorne statt. Das wäre im Bereich 9., 10. und 12. Bund. Und zwar spielt die sich hauptsächlich für den ersten Teil, für den Anfang, den bekannten Teil, auf der 6. und auf der 5. Saite ab. Der Zeigefinger startet auf der 9. Bund der 6. Saite und spielt das bekannte Motiv von Jingle Bells. Dann geht es 9. 12, ich würde empfehlen, für die 12 den kleinen Finger oder mindestens den Ringfinger zu nehmen. 9, 12 war das. Wir gehen eine Saite zurück mit den Fingern und spielen auf der fünften Saite 10, dann die 12 und dann wieder die 9 auf der letzten Saite. Das ist der Einstieg. Dann kann der Zeigefinger auf der 9 liegen bleiben, der Mittelfinger greift die 10 auf der letzten Saite. Wieder die 9. Das wäre das nächste Motiv gewesen. Ich würde das so zählen, dass man 5 mal die 10 und 3 mal die 9 spielt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dann kommt das nächste Stück. Da brauchen wir noch einmal die 9. Und wechseln wieder die Saite auf die fünfte Saite, 12. Bund mit dem kleinen oder dem Ringfinger. Zurück zu 9 auf der letzten Saite, zurück zur fünften Saite und der 12. Und dann würde ich diesen Finger kippen und die 12 auf der sechsten Saite greifen. Dieses Stückchen nochmal ab der 9, das ist wie so eine Wippe. 9, eine Saite zurück, 12, 12, wieder hoch, 9, wieder zurück, 12, Finger kippen, 12. Und dann fängt das Motiv eigentlich wieder vorne an. Die 9 ist wieder dran. Und 9. Der Zeigefinger bleibt wieder liegen. Die 10 kommt dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Und das Schlussmotiv des Refrains beginnt auf dem 12. Mund der letzten Saite. Dann die 10. Wir gehen eine Saite zurück und greifen die 12 und der Abschlusston ist die 10. Dieses letzte Motiv noch einmal. 12, 12, 10, eine Saite zurück, 12, 9, 10, Entschuldigung. Ich spiele es noch einmal am Stück, damit man mal so einen Durchlauf sieht und genau weiß, wie das alles gemeint ist.
Und da wir noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten haben, folgt die Melodie der Strophe dann nächste Woche.